Freunde, willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich werde jetzt hier zu Beginn der Folge meinen Ante Rebic, ich werde ihn nicht verkaufen, da er halt nicht so viele Coins bringt, wenn ich ihn verkaufe und ich hier in Ante Rebic schon 460.000 Erfahrungspunkte habe, beziehungsweise ein bisschen abgezogen, weil er halt Rebic auch noch so die normale Karte, ich glaube 60.000 oder so bringt. Ich werde ihn jetzt hier in Luis Figo reinhauen, sodass Luis Figo auf 92 kommt, Leute. Zack, dafür muss ich eine Münze ausgeben, weil ich halt Ante Rebic dafür verwende. Und wieso sollte ich Ante Rebic halt noch im Verein rumliegen lassen, wenn ich ihn halt auch so einsetzen kann? Ihr seht es, Leute, ich habe einen Hazard, den ich noch verkaufen kann, Team of the Year. Ich habe Messi in Form, Griezmann, Aguero, zweimal Harry Kane, Sadio Mané. Also ich habe hier noch einige Karten, die ja ein bisschen an Coins bringen. Ich kann ja hier nochmal auf Spieler gehen, weil da hatte jemand auch unten kommentiert, zeig mal deinen Verein. Da gibt es jetzt nichts Großes zu sehen. Ich habe hier noch einen Kimmich als Team of the Year Spieler, Kai Walker Team of the Year Spieler, Draxler Elite, Kimmich in Form. Ja, ansonsten halt die Spieler, die ihr halt hier schon kennt, ne? Das sind ja die Spieler, die ich auch in halt meiner aktiven Aufstellung habe. Ja, wie gesagt, wenn ich es unten in den Kommentaren sehe und ich lese mir eigentlich immer die Kommentare durch, auch wenn ich jetzt nicht jedem antworte, ich lese sie trotzdem durch, ich sehe alles, Leute, ich sehe alles. Und den Vorschlag fand ich gar nicht so verkehrt, euch hier mal meinen Verein zu zeigen, aber ich denke mal, die Goldspieler wären jetzt uninteressant, oder? Diese Goldspieler, ihr könnt auch gerne unten in die Kommentare schreiben, was wir in den nächsten Tagen so für Challenges machen können. Ich hätte auch mal Lust auf so ein Full-Hertha-Team, muss ich ehrlich sagen, Leute. Ich hätte auch mal Lust auf so ein Full-Hertha-Team und damit einfach ins 1 gegen 1, in den 1 gegen 1 Modus zu gehen, weil wir da aktuell halt noch nicht so viele Fans haben und deswegen eventuell sogar gleich starke Gegner bekommen könnten. Ist natürlich immer die Frage, kriegen wir einen gleich starken Gegner oder hat der Gegner 90, 95? Weil ich denke mal, mit einem Full-Hertha-Team werde ich nicht so viel haben oder Full-Dortmund-Team oder keine Ahnung, Leute, oder irgendwas anderes, irgendeine andere Challenge. Gerne unten in die Kommentare schreiben, ich bin da sehr offen, ich bin da ganz Ohr quasi und let's go. Ich möchte jetzt erstmal zu Beginn der Folge die Quests hier abschließen. Dafür muss ich nochmal ganz kurz locker easy einen Pack aus dem Shop öffnen. Nein, nicht die begrenzten Packs. Nein, keine Team of the Year Packs, sondern ich möchte das Gratis-Pack öffnen. Das Gratis-Pack. Vielleicht haben wir mal Glück und ziehen hier einen Elite-Spieler in diesem. Und ich muss noch die ganzen Events spielen, Leute. Ich habe die Events noch nicht gespielt. Und ich kriege einen Ignacio Chico aus Argentinien. Alles klar, okay. Alles klärchen. Zack, öffnen den Pack, bam bam, und jetzt bin ich gespannt, Leute, kriegen wir einen Inform-Spieler? Das ist natürlich die Frage, ne? Ein Inform-Spieler aus dem aktuellen Team der Woche hier in diesem leider nicht, also natürlich, der ist auch im aktuellen Team der Woche, aber halt kein Startspieler, ich meine ein Startspieler, Fidel, Shaves, Chavez, De La Torre, alles klar, noch nie gehört. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier in diesen zwei hier noch vielleicht einen drin habe, ne, habe ich nicht. Wise, der Irländer. Und jetzt das letzte Pack. Vielleicht haben wir da jetzt hier Glück. Vielleicht haben wir jetzt 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 Glück. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Weil ihr wisst ja, Leute, ich habe für nächste Woche geplant, meine Team of the Week Punkte rauszuhauen. Also meine Team der Woche Punkte. Und da ich ja dann nächste Woche sicherlich über 400 haben werde, kann ich 4 von diesen Packs öffnen. Das heißt, ich kriege 4 Startspieler. Deswegen will ich halt unter der Woche und halt jetzt am Wochenende hoffentlich ein paar Informspieler noch bekommen, weil dann, wenn wir jetzt hier die unterste Reihe voll kriegen sollten, hier mit Pepe, mit Da Silva, mit Keane, mit Juanfran, dann haben wir nämlich sehr gute Möglichkeiten, vielleicht sogar einen De Gea oder einen Suarez zu bekommen. Und das ist natürlich, das wäre richtig schmackhaft, muss ich sagen, ne? Das wäre richtig, richtig schmago, schmago, schmackhaft. Wo ich gerade gesagt habe, dass wir 1 gegen 1 spielen in den nächsten Folgen, würde ich einfach mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal rein, Leute. Es gab schon so lange Ewigkeiten kein 1 gegen 1 Spiel in der 20 Uhr Folge. Deswegen gehe ich jetzt hier mal rein in 1, auch wenn ich denke ich mal, also ich denke mal, das wird ziemlich einseitig werden, weil ich halt eine 100er Bewertung habe und in Pro 2 rumlümmel. Was hat der Gegner für eine Mannschaft? Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Da bin ich jetzt echt
gespannt. Ein 75er-Team mit 7 Chemistry. Okay, Leute, also wenn wir jetzt hier verlieren, dann muss ich ja schon fast meinen YouTube-Kanal löschen, wenn ich hier verliere gegen diesen Gegner. Aber ich möchte nichts sagen, weil 1 gegen 1 ist halt, kommt auf Skill an und kommt nicht so wirklich auf die Mannschaft an. Klar, die Mannschaft hängt damit auch zusammen, aber am Ende, wenn man richtig heftig spielt, dann kann man eigentlich auch gewinnen. Aber so wie ich das sehe, kann ich hier durchpacen wie sonst was und da kommt gar kein Spieler hinterher. Und das war gerade eben mal erst Johnson, Leute. Lasst das mal Ronaldo sein. Und hier kann man ja auch, oh, im 1 gegen 1 Modus können wir ja auch Ronaldo den schönen Torjubel raushauen mit CR7. Und dann schreit er, Leute, er schreit sein Süm. Das war kein Freistoß. Herr Schiedsrichter, ich bitte dich. Herr Schiedsrichter, Leute, ich bin auch sehr froh, dass die Bundesliga wieder losgeht. Und jetzt hat sich FIFA Mobile aufgehangen, oder was? Hallo? Was ist da los? Ist er jetzt geragequittet und das hängt jetzt bei mir bloß, oder was ist da was? Wie kann ich das einordnen? Nee, kann ich. Okay, jetzt geht's weiter. Lol, okay. Ich habe schon so lange 1 gegen 1 nicht gespielt. Wahrscheinlich ist das normal, dass es hier ein bisschen immer dauert. Okay, er drescht den Ball einfach nach vorne, wenn der jetzt reingeht, ne? Das wäre ein Tor gewesen. Ein richtiger Fail. Komm, Kimmich, zack. Ich möchte auf jeden Fall ein Tor mit Ronaldo machen. Und dann den Torjubel durchlaufen lassen. Der ist so geil, ne, in FIFA Mobile. Also allgemein, ein Torjubel halt in einem Spiel die originalen Torjubel zu machen, ist halt einfach geil. Und schaut euch mal an, wie er den hier reinhaut. So, komm, mach ihn. Oh yeah, Leute. Ist das geil oder ist das geil, Mann? Und besser kann man den auch nicht reinhauen. Klar, Leute, es ist jetzt keine Herausforderung, gegen so einen Gegner zu gewinnen. Ich weiß, bevor ihr es unten in die Kommentare schreibt, dass da gewinnt doch jeder. Ich weiß, dass da jeder gewinnt. Aber ich möchte halt in Zukunft auch ein bisschen mehr 1 gegen 1 jetzt auch spielen. Weil ich hatte ja auch eine Zeit lang, wo ich komplett versus Angriff gesuchtet habe. Und vielleicht kommt jetzt die Zeit, wo ich 1 gegen 1 suchte. Weil da muss ich auch mal ein bisschen angreifen, ne? Und ein paar Fans sammeln. Ich würde sagen, wir belassen das auch beim 3:0, weil ich glaube, der Gegner spielt auch gar nicht mehr richtig. Und wir sind gerade mal in der 20. Minute, also wenn ich jetzt hier komplett weiterspielen würde, aber ich glaube, ich lasse, obwohl, er spielt nicht, ne? Spielt er? Oh, er spielt, ja, es kann ja auch der CPU sein. Weil wenn ich liegen lasse, spiele ich ja auch trotzdem weiter hier. Ich drücke jetzt nichts, Leute, ich drücke nichts, alles passiert automatisch. Also ich denke mal, dass er hier nicht mehr wirklich an sein Handy sitzt, sondern sein Handy einfach liegen lässt und dann den CPU weiterspielen lässt. So, ich gehe davon aus. Deswegen kann ich ja mal was ausprobieren, Leute. Ich probiere einen heftigen Longshot mit Ronaldo. Jetzt haltet euch fest. Passt auf. Jetzt verliere ich den Ball, lol. Okay, das war's dann mal. Okay, Ronaldo hat ihn wieder. So, ich möchte bitte so hier aus dem Halbkreis und... Oh. Mann, das gibt's doch nicht. So, ich habe das Ganze ja auch liegen lassen. 4:1 ist am Ende dann ausgegangen. Ja, gegen so einen Gegner zu spielen, ist es halt dann doch relativ langweilig. Hätte der jetzt 90 gehabt, glaube ich, wäre es deutlich spannender gewesen. Aber wie gesagt, ich möchte halt auch das nutzen, weil mit einem Full-Hertha-Team hätte ich ja nicht eine 100er Gesamtbewertung vielleicht, sondern maximal, keine Ahnung, 90 oder 85. Und dann ist es natürlich spannender, gegen 75er oder gegen 80er Team zu spielen. Deswegen können wir in den nächsten Folgen ab und zu mal so ein Spaß-Team zusammenbasteln und mit diesem Spaß-Team dann in 1 gegen 1 reingehen. Also wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Wir gehen jetzt hier noch rein in Versus Angriff, weil da ist es natürlich deutlich, deutlich spannender. Und ich hoffe, dass ich das erste Spiel hier direkt mit euch gemeinsam gewinnen kann. So, ich aktiviere mal das Bronze-Pack, 2 Stunden. Oh, Saisonende ist auch in 40 Minuten und ich bin FIFA Champion. Das heißt, ich kriege wieder ein paar Skillboost-Karten, sind das, glaube ich, ne? Schauen wir mal. Gehen wir rein ins Spielchen und ich hoffe, dass ich das hier natürlich gewinnen kann. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. So, Gameplay-Ressourcen wurden heruntergeladen. So, was hat der Gegner, Leute? Was hat der Gegner für eine Mannschaft? 99 mit Messi, Bale, Neymar, Griezmann. Was für ein Sturm. Alter Falter, was für ein Sturm, Mann.
wie heftig war das? Neymar hat er gehabt, Griezmann, Messi und dann noch einen Bale. Alter Falter, hätte er jetzt noch für Griezmann Ronaldo gehabt, Leute, das wäre der heftigste Sturm. So alleine von der Qualität her. Alter Mann, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Und mal gucken, ob der damit auch spielen kann. Aktuell sind wir hier 1-0 in Führung, 1-1 durch Messi, Ronaldo. Nein, ich wollte in die lange Ecke. Hätte ich da in die lange Ecke geschossen, hätte Ronaldo in die lange Ecke geschossen, würde es hier nicht 1-2 für den Gegner stehen, sondern es würde hier 2-2 stehen, Mann. Komm, Meier. Es war so klar, dass er abgefälscht wird. Ronaldo, jawohl. Dankeschön, CR7. Danke, 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 danke schön, Ronaldo. Ronaldo, 3-4. Wir müssen hier wieder... Der Gegner braucht einmal Ballverlust. Der Gegner braucht einmal Ballverlust, dann sind wir hier wieder dran. Aber so, wie er jetzt spielt, scheint er nicht... Ja doch, jetzt hat er Ballverlust. Ich wollte gerade sagen, er ist ja überhaupt in der Lage, Ballverlust zu haben. Vielleicht ist er ja so ein Hardcore-Spieler. Jetzt hat er zweimal Ballverlust hintereinander gehabt. Sehr gut, für uns die Chance. Für uns die Chance, hier in Führung zu gehen. Und wir gehen in Führung, das dritte Mal Ballverlust für den Gegner. Also, was ist da los bei ihm? Eine Downphase bei dem Gegner, 7-6. Komm auf Ronaldo die Kugel. Und Cristiano Ronaldo muss ihn machen, macht er auch, 8-6. Das sieht verdammt gut aus. Dass wir jetzt hier eventuell vielleicht den zweiten Sieg, weil 1 gegen 1 zählt natürlich mit dazu. 9-8, gewinnen wir oder spielen wir unentschieden? Gewinnen wir oder spielen wir unentschieden? Das ist die Frage, Leute. Ich sage jetzt schon mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir gewinnen. Ich würde jetzt sagen, Faust in die Facecam, die Facecam ist aber nicht an, Leute. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall raus an dieser Stelle, ne? Wir sehen uns. Schreibt es unten rein in die Kommentare, was ihr in den nächsten Tagen sehen wollt. Da bin ich auf jeden Fall ganz offen und ganz Ohr. Haut rein und tschüssi.